Eine Bodendrohne der ukrainischen Armee irgendwo an der Ostfront. Beladen mit 55 Kilogramm Sprengstoff fährt sie 4 Kilometer tief in russisch kontrolliertes Gebiet. Laut ukrainischer Armee weitestgehend autonom. Mit seiner geringen Größe fällt das Fahrzeug im Gelände kaum auf, kann sich unbemerkt seinem Ziel nähern und die Brücke schließlich zerstören. Oh, wie boah! Schon länger setzt die ukrainische Armee erfolgreich Bodendrohnen ein. Diese verlegt 13 Panzerabwehrminen auf dem Schlachtfeld, ohne dass sich Soldaten aus der Deckung herausbewegen müssen. Aber auch zur Minenräumung werden Bodendrohnen bereits erfolgreich eingesetzt. Das relativ kompakte Fahrzeug wird bei der Detonation zwar hochgeschleudert, trotz der gewaltigen Explosion kann es aber sofort wieder eingesetzt werden. Und auch im direkten Gefecht werden die Allradroboter inzwischen verwendet. Ausgestattet, so wie hier mit einem schweren Maschinengewehr, können sie sich schnell feindlichen Stellungen nähern, sind dabei deutlich kleiner als herkömmliche bemannte Fahrzeuge. Gleichzeitig können sie schwerere Waffen und mehr Munition mit sich führen als normale Infanterieeinheiten. Die können aus sicherer Entfernung den Landroboter lenken, ohne sich selber in Lebensgefahr zu begeben. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.